Hallo zusammen, ich möchte euch die Sternzeichenlehren für Skorpion aufnehmen für den Monat August. Wir schauen mal, was der August bereithält. Denk daran, es ist eine Kollektivlehrung. Wenn es nicht resoniert, ist es nicht deine Botschaft. Dann bitte ignorieren. Und für alle Infos zu mir, einfach unter dem Video schauen, da findest du alles. Gut, wir starten mit einer Hauptüberschrift für Skorpion im August. Und wir haben... Gehe behutsam mit dir um. Im August sollst du ein bisschen auf dich schauen, behutsam mit dir umgehen, nicht zu streng und nicht zu hart mit dir sein. Ja, wir schauen mal mit Orakelkarten, was die Ergänzung dazu ist. Für Skorpion im August. So halbherzig. Ja, du glaubst nicht so richtig an das Glück, aber gehe behutsam mit dir um. Bleib in dem Vertrauen, in dem Glauben, dass das Glück auf dem Weg zu dir ist. Dann kommt das. Und dann wirklich auch in dieses Glücksgefühl gehen. Diese ja, Zufriedenheit, das Glücksgefühl, das Bunte, das Leuchtende, das Schöne. Und auch Liebe. Liebe zu dir selber. Geh behutsam mit dir um. Geh behutsam mit den Lieben um dich herum um. Und dann wird das ein guter Monat. Und wir schauen mit Tarotkarten, was die Ergänzung dazu ist. Für August. Ja, das bist du, Wasserzeichen, Königin der Kelche. Es geht viel um dich selber. Geh behutsam mit dir um. Schau mal, was dich stört an der emotionalen Fülle. Vielleicht ist da auch etwas, wo, nicht eine Dreiecksbeziehung, aber etwas, was dich stört, wo du nicht die Nummer 1 bist, wo du dich ja, nicht gut fühlst damit, was dich in Ungeduld bringt, was dich in Raserei bringt, ins Feuer bringt. Nimm das mal alles weg. Schau mal, ob da noch Situationen sind, wo du dich selber manipulierst oder manipuliert wirst. Auch du, diesen Monat ist alles mit der Komfortzone. Geh zurück in deine Komfortzone. Schau dir alles von oben an. Fühl dich wohl. Geh behutsam mit dir um. Geh in eine komfortable Position, dass du alles von oben anschauen kannst. Vielleicht ist das jemand gegenüber, vielleicht ein Chef, der Herrscher kann auch für den Chef stehen, wo dich da ein bisschen herausfordert. Nimm dir Zeit für dich. Und dann kommt nämlich ein Perspektivenwechsel und dann geht es nach vorne. Und du wirst siegen, egal um welche Situation es geht. Der Sieg liegt da und es kommt auch Geschwindigkeit rein. Sobald du behutsam mit dir bist, kommt Geschwindigkeit rein und es geht nach vorne. Gut, wir schauen mal auf das Glück, was das zu bedeuten hat. Ja, da möchte sich noch ein bisschen Herzschmerz ausheilen. Wir haben 3 der Schwerter. Und ich glaube, du bist so verletzt und hast so viel Herzschmerz, dass du nicht glaubst, dass das Glück nochmal kommt. Aber es ist bereit. Es werden viele Optionen kommen. Es wird ein neuer Lebensabschnitt kommen. Und du wirst daraus mit einer extremen Stärke herausgehen. Und da wird das Glück drauf liegen. Wir schauen mal auf die Happiness, Happy Happy, Freude, Zufriedenheit. Ja, ich glaube, deine Zufriedenheit wird im Moment gestört durch etwas. Es muss nicht eine Person sein, es muss nicht eine Dreiecksbeziehung sein. Aber irgendetwas pfuscht in dein Leben, was dich nicht glücklich fühlen lässt. Und das möchte jetzt ausgeheilt werden. Mit der Mäßigkeit und dem Ass der Kelche möchte jetzt diese emotionale Fülle in dein Leben kommen. Es kann sein, dass es die Selbstliebe ist. Oder Liebe von außen zu dir herangetragen wird. Aber dieses Glück wird kommen, dieses Happy-Gefühl wird kommen. Und wenn du schon lange darauf wartest und diese Ungeduld spürst, das ist auch ein Zeichen dafür, dass es nach vorne geht. Es ist der Wachstum drin, vom Page zum Ritter. Und jetzt steht es in den Startlöchern und möchte zu dir reiten. Und es wird kommen. Aber im Moment bist du noch mit dir beschäftigt, sagen wir es so. Es geht darum, dass du deine Abgeschlagenheit und Ausgelaugtheit überwindest, dass du dich wieder öffnen kannst, dass du diese Binde, diese Gedanken abnehmen kannst und wirklich zur Ruhe kommst. Und sobald du zur Ruhe kommst, und deswegen sollst du auch behutsam mit dir umgehen, kommt alles andere in dein Leben. Schauen wir auf, gehe behutsam mit dir um. Da kommt wahrscheinlich ein Moment, ein Turmoment, oder vielleicht warte auch schon, wo dich nochmal durchrüttelt. Dann sollst du behutsam sein, sollst verbindlich mit dir sein, dir bewusst werden, was du möchtest. Und dann kommt diese Zufriedenheit, das Glück in dein Leben.
Wir haben hier einen König der Schwerter. Es kann sein, dass jemand sehr kalt, rational auf dich zukommt. Es kann auch sein, dass es hier nochmal mit diesen Manipulationen zu tun hat. Aber du wirst dich dann dagegen wehren, weil du behutsam mit dir umgehst und du wirst es nicht an dich heranlassen. Da kommt eben dann dieser Perspektivenwechsel rein, wo du dir mehr wert bist, wo du nicht mehr alles mit dir machen lässt. Und sobald das kommt, wirst du dich frei machen, nach vorne gehen und dann wird es heller werden. Und nochmal die Komfortzone. Geh in deinen Bereich, wo du dich wohlfühlst, wo du Glück spürst, wo du dich, ja, den inneren Frieden spürst, wo du dich wohlfühlst. Und aus dieser Position heraus gehe behutsam mit dir um, sei für dich da und alles andere ist dann zweitrangig. Wir schauen mit einer Engelsbotschaft für Skorpione im August. Engel des neuen Morgens, der eine Tag, der alles verändert, könnte heute sein. Geh behutsam mit dir um, bleib in dem Glauben. Es kann sich sehr schnell alles ändern, deswegen hier der Turmmoment. Und am nächsten Morgen kann schon alles anders sein. Und das meine ich positiv, nicht negativ. Deswegen verzweifle nicht, auch wenn du vielleicht im Moment ein bisschen abgeschlagen und ausgelaugt bist. Es kommen bessere Zeiten. Und wir haben noch der Engel der Akzeptanz. Nimm die Gegenwart mit ihren Ereignissen an und erkenne den Sinn, der in allem steckt. So bleibt der Fluss des Lebens im Gleichgewicht und deine Gedanken und Taten richten sich darauf, dich in die richtige Richtung zu führen. Die Botschaft deines Engels lautet, nimm die Dinge an, wie sie sind. Das ist die Voraussetzung für einen inneren Frieden. Und das lernst du jetzt im August, glaube ich, nochmal. Deswegen vielleicht auch nochmal dieses kleine Durchrütteln. Nichtsdestotrotz, du bist bereit zu akzeptieren und du bist bereit, in ruhigere Gewässer zu fahren und auch in neue, auf zu neuen Ufern zu fahren. Deswegen mach dir keine Sorgen. Das wird trotzdem, wenn du behutsam mit dir bist, ein schöner August werden. Ein Krafttier für die Skorpione im August, der Bussard, lass dich vom Allgeist führen. Und auch da, du kannst zur Ruhe kommen, wenn du vertraust, wenn du den Allgeist die Führung überlässt in dem Moment, wenn du dich zurückziehst. Es wird dir nichts passieren, du wirst nichts verpassen, es ist alles gut, so wie es ist. Und du darfst behutsam mit dir sein und wirklich mal, ja, entspannen. Wir nehmen L'Enemont für die Skorpione. Plötzlich, der Turmoment, irgendetwas passiert plötzlich, aber ja, das wird der Schlüssel sein. Der Schlüssel für inneren Frieden, dass es aufgeht, der Käfig. Und du darfst daran glauben, auch wenn es im Moment vielleicht eine Belastung ist, bleib bei dir, sei mit dir verbindlich, sei mit dir behutsam, gib Acht auf dich und dann wird sich alles richten. Es braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit oder hat schon viel Zeit gebraucht, aber mit dieser Sense, mit dem Plötzlichen, mit der Ernte, du hast die Stabilität und Sicherheit und das kommt jetzt in dein Leben. Und das ist gut so. Auch wenn es ein Turmoment ist. Ein Turmoment muss nichts Schlimmes sein. Gut, wir lassen das so stehen. Ich wünsche allen Skorpionen einen schönen August und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.